Abtauchen ins 17. Jahrhundert. Ein Schiffswrack in 11 Metern Tiefe. Er soll das 400 Jahre alte Geisterschiff bergen. Oh, super, das Ruder ist riesig. Über 5 Meter lang. Nur 3 Monate Zeit, um das Wrack an Land zu holen. Frühsommer. Die Taucharbeiten in der Trave haben begonnen. Das Wrack liegt unter dem Bergungsschiff. Mitten in der Fahrrinne am Stülperhuck zwischen Lübeck und Travemünde. Ein paar Seemeilen weiter mündet der Fluss in die Ostsee. Ja, das ist ein großes Problem. Die kommen hier viel zu nah dran. Weg! Archäologe Felix Rösch leitet die Bergung. Das hat sich schon als Problem herausgestellt. Wir hatten das vermutet, befürchtet, aber es ist wirklich auch wahr geworden, insbesondere am Wochenende, viele Sportbootfahrer, Fahrerinnen, die einfach keine Rücksicht nehmen und sehr nah an unser Tauchschiff herankommen. Also die kennen die Signale nicht. Die Tauchflaggen, die hier aufgestellt sind, heiß an nicht Abstand halten, langsamer fahren, Sog- und Wellenschlag vermeiden. Und das stellt eine große Gefährdung für unsere Taucher dar. Also man muss sich ja vorstellen, ein Segelboot hat manchmal so einen großen Kiel unten. Wenn die über die Leinen fahren und die Taucher wegreißen, ne, was dann passiert? Also das ist schon nicht ohne. Die Schläuche versorgen die Bergungstaucher mit Sauerstoff. Und es gibt eine Video- und Sprechverbindung zum Schiff. Christoph Bajek hofft bei jedem Tauchgang auch persönliche Gegenstände der Crew zu finden. Ich werde das Wrack weiter freisaugen und nach Fundstücken suchen. Unter den ersten Muschelschichten finden Sie vermutlich noch einige Artefakte. Und ich untersuche das jetzt ein bisschen mehr. Und ich bin dann der Erste, der das nach Jahrhunderten berührt. Guys, it's 14 Kilos, okay? Hey, hör mir doch. Okay? Ja. Tak? Okay? Ja. First time being here. Getaucht wird in 2-Stunden-Schichten, bis zu 10 Stunden täglich. Okay. Diver in the water. Zurzeit wird das Wrack mit einem Unterwassersauger vom Sediment aus Sand und Muschelresten befreit. Pavel Stenzel hält die Verbindung zu den Tauchern und checkt deren Position. Nicht ganz einfach bei den Sichtverhältnissen in der Trave. Das hier ist ein Lotteriespiel. Manchmal haben wir 2 Meter Sicht, manchmal nur einen halben Meter. It's around half meter visibility. Auch für Felix Rösch steht ein Tauchgang am Wrack an. Mindestens einmal die Woche ist er mit unter Wasser. Wir haben da einige spannende Objekte, die jetzt rauskommen sind durch Saugen. Unter anderem die Anker und das Ruder, das eine ziemlich große Dimension haben soll. Und das möchte ich jetzt einmal ausmessen und gucken, wie wirklich gut das erhalten ist noch und ob es wirklich so groß ist, wie mir die Taucher hier erzählen. Und dann geht's weiter mit Markierungsarbeiten unter Wasser. Das Geisterschiff liegt in 10, 11 Metern Tiefe. Der Tauchgang eine Zeitreise. Planken und Spanten wirken gut erhalten. Ja.
Jedes einzelne Teil muss markiert und später fotografiert werden. Nur so lässt sich das rund 400 Jahre alte Schiff an Land wieder zusammensetzen. Das Wrack wird nicht im Ganzen, sondern in vielen hundert Einzelteilen geborgen. Zum Kennzeichnen werden Ohrmarken genutzt, die normalerweise für Kühe verwendet werden. Nach einigem Suchen findet Felix Rösch Teile der hinteren Schiffswand. Einen Anker, Holz- und Eisenteile aus dem 17. Jahrhundert, konserviert in der Trave. Dann endlich auch das Ruder, das er vermessen möchte. Super, das Ruder ist riesig, über 5 Meter lang. Das Schiff ist jetzt ungefähr 20 Meter lang. 5 Meter langes Ruder ist schon eine amtliche Größe. Also nicht nur ein einfaches Küstensegelschiff, sondern eins, das auch auf die hohe See konnte damit. Bergungstaucher Xistow sucht währenddessen im Sediment weiter nach Alltagsgegenständen der damaligen Mannschaft. Dann ein Glückstreffer, eine größere Tonschärpe. Ich habe ein Stück Keramik gefunden. Wir können uns das gleich mal angucken. Ist wirklich schön. Ich habe das unter einer Schicht Muscheln gefunden. Vielleicht liegt da noch mehr. Wirklich toll. Das hier ist ein Grapenfragment. Ein Grapen ist so ein universales Kochgefäß, das wir auf Schiffen, aber auch an Land überall finden. Das ist so das Standard-Kochgefäß der frühen Neuzeit. Ne? Aus roter Irnware gemacht, innen glasiert. Also ist Wasser undurchlässig. Das ist ein sehr kleines Objekt, jetzt weniger zum Kochen geeignet von großen Mahlzeiten. Vielleicht einen kleinen Brei, aber das ist der Griff. Das stellt man dann so übers Feuer. Das Ganze, das hat 3 Füße, das kann man in die Glut stellen, wird es warm. Auch erste Teile der Ladung werden geborgen. Brandkalk in ehemaligen Holzfässern. Das Holz verrottet, der Brandkalk verfestigt. Brandkalk ist Grundstoff für Mörtel und wurde früher überall zum Bauen verwendet. Mehr als 100 Fässer liegen noch in der Trave. Alle Teile des Hanseschiffs werden in einer Lagerhalle in Lübeck-Schlutup gesammelt. Die Planken in Süßwasserbassins aufbewahrt, um sie für eine mögliche Restaurierung vorzubereiten. Nach den ersten Bergungswochen steht ein Pressetermin an. Die Geschichte um das Schiff in der Trave fasziniert. Es gibt landesweite und internationale Presseanfragen. Zum einen haben wir das Heck hier hinten zu sehen, das ist dieses Stück. Das liegt jetzt auf etwa 1 Meter Höhe frei. Wir haben den Kiel unten noch nicht erreicht. Die Bergungstaucher haben trotz schlechter Sicht in der Trave mit Spezialscans den Schiffsrumpf als Ganzes dokumentiert. Klar erkennbar die Fässer und die Wrackteile, die teilweise neben dem Rumpf liegen.
Die bisherigen Fundstücke werden das erste Mal öffentlich gezeigt. Toll ist dieser Block hier, der der Riemenverteilung dient. Aus zweierlei Gründen. Ich nehme das jetzt hier mal raus, bevor es um die Restaurierung geht. Einerseits haben wir oben noch das Original Tau drauf liegen, was hier einmal rumging. Und was besonders schön ist, hier die Rolle lässt sich drin noch bewegen. Also es ist noch so gut erhalten, dass wir hier wirklich einen hervorragenden Zustand haben, ne? Dass es auch dokumentiert wird. Und das Stück ist wirklich absolut aus dem Leben, aus dem Schiffsbetrieb gerissen. Das ist da irgendwie eingespült gewesen, war lange vom Sediment bedeckt und hat sich deswegen so hervorragend erhalten. Sie kennen das vielleicht aus den Piratenfilmen. Das ist das, was der Kontrahent meistens gegen den Kopf kriegt, was man so losschleudert und dann von hinten haut ihm das auf den Kopf. Ja, Tauchen ist vor allem körperlich anstrengend und Presstermin ist für mich ja auch aus geistiger Anstrengung. Ich finde mich da wie so in so einem Film über 2 Stunden. Das ist schon eine innere Anspannung, die mich da treibt, sagen. Und danach, ja, ist es schon, merke ich das schon, dass ich da 2 Stunden vorne gestanden habe und erzählt habe. Die gesammelten Fundstücke aus dem Wrack. Alle vermutlich aus dem 17. Jahrhundert. Vielleicht helfen sie später, Fragen zur Besatzung oder zum Eigner zu beantworten. Oder zu den Häfen, in denen das Schiff vor Anker gelegen hat. Ja, man entdeckt noch viel mehr Details. Und gerade dieses Stück ist besonders spannend. Durch dieses Glassiegel mit dem Schriftzug London darauf und der Krone. Da gibt es einige Interpretationsansätze. Und ich versuche jetzt noch mehr zu identifizieren. Hier gerade deswegen halte ich das auch gerade gegen das Licht. Noch Initialen, die sich hier verbergen. Und vielleicht kriegt man da noch heraus, etwas vom Pappbesitzer womöglich oder vom Hersteller des Inhalts hier, der Flasche. Und dieses Stück Mahornware, das ist ja so ein bisschen schickere Teller, glasiert mit einer Bemalung. Und mein persönliches Lieblingsstück ist eigentlich auch jetzt hier nochmal diese Fayence aus ja doch sehr filigraner Bemalung. Womöglich aus den Niederlanden, so Delfter Fayence kennt man. Genau, das sind so Sachen, die habe ich, würde ich jetzt eher so auch im Kontext des Kapitäns oder des Kaufmanns vermuten. Paula Kucharczyk gehört auch zur Bergungscrew. Sie arbeitet allerdings ausschließlich an Land. Ihre Aufgabe, jedes der vielen 100 Holzteile mit einem 3D-Scanner einzulesen, die Holzsorten bestimmen. For now, what we saw, it's mostly oak and pine. Zurzeit sieht es aus, als ob vor allem Eiche und Kiefer benutzt wurden. Eiche für alles, was im Wasser lag, und Kiefer für alles über der Wasserlinie. Eiche eignet sich aber besser für Schiffe. Oak is basically better material for ships. It's part of the frame, the pieces that are inside. Das ist ein Teil der Spanten, die das Schiff zusammengehalten haben. So the planks are attached to it. Die äußeren Planken waren daran befestigt, mit diesen Holz- und manchmal auch Metallnägeln. Meistens sind es aber Holznägel, die die äußere Beplankung zusammengehalten haben. Die Plankenteile, die schon gescannt sind, werden am Rechner zu einem naturgetreuen 3D-Modell zusammengesetzt. Rund 120 Teile sind schon gespeichert. Mehr als 300 weitere werden noch folgen. Manchmal brauche ich eine halbe Stunde. Bei großen Stücken arbeite ich bisweilen einen ganzen Tag für ein fertiges 3D-Modell. Am Ende haben wir ein komplettes 3D-Bild, das genau so aussieht wie die Originalplanke, mit allen Details der Oberfläche. Die Software macht Dinge sichtbar, die vorher nicht so eindeutig zu sehen gewesen sind. So etwas wie Sägespuren oder Axteinschläge. Das geht hier besser als direkt an den Holzproben. Immer wieder macht sie neue Entdeckungen an den geborgenen Spanten und Planken. Und ist möglicherweise der Ursache für den Untergang des Geisterschiffs auf der Spur. Wir können sagen, dass es ein Feuer an Bord gegeben haben muss. Wir wissen nicht, wie groß das Feuer gewesen ist, weil wir noch nicht das ganze Schiff geborgen und untersucht haben. Aber an einigen Planken sind deutlich großflächige Brandspuren zu sehen. Unsere Arbeit ist viel Forschung, aber immer auch ein bisschen Detektivarbeit. Die Detektivarbeit geht weiter. Viele Fragen sind noch offen. Wann und wo ist das Schiff in der Trave gebaut worden? Woher stammt das Holz? Zu welchem Schiffstyp gehört es?
Die Bergungsarbeiten sind bisher gut vorangekommen. Die Sicht in der Trave ist allerdings nach wie vor schlecht. Und in den letzten Tagen sind die Arbeiten erschwert gelaufen. Unerwartete Probleme mit den Eichenplanken. Das Holz im Laderaum des untergegangenen Schiffs ist teilweise in sehr schlechtem Zustand. Das Holz vom Grund hier aufs Deck zu bekommen, das ist zurzeit besonders schwierig. Deshalb haben wir die Reling als Plattform genommen und wir wickeln alles in Plastikfolie. Und wir nutzen mehr Riemen, um es zu sichern. Wir versuchen alles, um so wenig wie möglich Druck auf das Holz auszuüben. Eichenholz ist bekannt für seine Haltbarkeit und selbst unter Wasser ist es oft noch so gut erhalten, sogar wenn es 1000 Jahre alt ist. Wir haben schon so alte Eiche geborgen. Normalerweise ist sie in einem hervorragenden Zustand. Und das hier ist wie altes Kiefernholz, eine echte Überraschung für uns. Das ist alles, was noch übrig ist. Kein richtiges Holz mehr. Nothing left. Das erste Wrack mit so viel Kalkladung, so viel Fassladung drauf, das wir überhaupt kennen im Ostseeraum. Und schon wieder ergibt sich eine neue Situation, ne, mit denen keiner gerechnet hatte. Ob der Kalk, das Basische des Kalks, irgendwas mit der Säure im Eichenholz getan hat, dass es instabil werden lässt, das müssen wir auch noch rausfinden. Während die Bergungscrew die letzten Planken hochholt, sammelt Felix Rösch kleine Holzfragmente, die verstreut um das Wrack herumliegen. Er erhofft sich einen Hinweis darauf, ob das Schiff kurz nach dem Bau gesunken oder doch länger in Betrieb gewesen ist. Vielleicht ist der Rumpf an einer Stelle ausgebessert worden. Ich habe gesehen, was ich mir erhofft habe zu sehen. Das ist ein sehr spannendes Reparaturstück für das Kiel, wo man einen Teil der Planken herausgenommen hat und dort ein etwa quadratisches 40x40 Plankenstück eingesetzt hat und mit extra Hölzern befestigt hat. Das ist auch ein Indiz, dass das Schiff anscheinend doch etwas länger schon in Betrieb gewesen ist. Ne? Also es ist eine kritische Stelle da unten direkt über dem Kiel, da hat man anscheinend mal nachbessern müssen. Die Taucharbeiten sollen an diesem Tag abgeschlossen werden, einen Monat früher als erwartet. Für Pavel Stenzel und die Tauchcrew ist damit die Bergung beendet. Es ist immer ein wehmütiger Moment, wenn man runterguckt und da, wo das Wrack war, und man sieht nur noch den Abdruck im Sediment. Wir sind es gewohnt gewesen, viel Holz zu sehen, aber wir sind auch glücklich, dass wir mehr als pünktlich fertig geworden sind. So fühlen wir uns gerade. That's how we feel now. Schiffsbohrwürmer. Süßwasser vertragen sie nicht gut. So werden die alten Hölzer vor weiteren Schäden bewahrt. Nach der Bergung unter Wasser laufen die Forschungsarbeiten an Land weiter. In der Lagerhalle in Schlutup beginnt Dan Balanzategi mit der Probennahme. Well, the center of the tree is this way. Die Stammmitte ist unten gewesen. Oben geht es Richtung Rinde. Das sind nur etwa 40 Jahresringe. Ich suche ein Stück, bei dem die Ringe links und rechts gehen. Da haben wir mit Glück Hunderte. Das hier ist nicht geeignet. Der gebürtige Australier ist Dendrochronologe an der Technischen Hochschule Lübeck. Sein Job, den Planken ihre Geheimnisse entlocken, das Alter und die Herkunft des Holzes bestimmen. Jedes Teil hat seine eigene Geschichte. Die herauszufinden, das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das hier, an dieser Seite sind vielleicht um die 100 Jahresringe. Die Baummitte ist hier gewesen. Und der Baum war etwa so stark. Sie haben dann so die Planken rausgeschnitten. Das hier ist eines der dickeren Stücke. Definitiv ein guter Kandidat für eine dendrochronologische Untersuchung. Definitely it's a suitable candidate for dendrochronology.
Unter dem Mikroskop werden die Jahresringe der abgesägten Probe gezählt und gemessen und so das Alter des Baumes bestimmt. Auf Hundertstel Millimeter genau. Die Abstände zwischen den Ringen zeigen, ob es gute oder schlechte Wachstumsjahre waren. Jeder Baum hat eine Art eigenes Wachstumsprofil. Es hat breite und schmale Jahresringe. Das ist bei den Proben nicht immer der Fall. Aber hier kann man unterschiedliche Wachstumsphasen erkennen. Zusammenfassend kann ich sagen, es sieht nach einer guten Probe aus. Vergleicht man diese Jahresringe mit anderen europäischen Baumproben aus dem 17. Jahrhundert, lässt sich mit Glück etwas zum genauen Baujahr des Geisterschiffs sagen. Stammt es tatsächlich aus dem 17. Jahrhundert, dann wäre der Beweis erbracht. Das Wrack wäre ein echtes Hanseschiff. Während Dan unter dem Mikroskop das Alter des Holzes zu bestimmen versucht, ist Felix Rösch auf dem Weg zum Zahnarzt mit einer Münze aus dem Wrack. Und was ist das jetzt genau? Das ist eine Münze, aber die kommt aus das sieht sehr herzlich unspektakulär aus, ist aber kommt von einem ganz besonderen Ort. Es ist zwischen Kiel und Achtersteven verbaut worden, also im Bauprozess. Mhm. Und wir hoffen uns dadurch jetzt auf Aufschlüsse über das Baudatum dadurch. Dann ist es sehr stark korrodiert, deswegen hoffe ich mit Röntgen, dass man einfach diese Prägespuren sieht durch diesen Prägestempel, ne? Ja. Im Inneren. Da müssten wir dann nur noch mal überlegen, was wir denn als Unterlage nehmen. Da muss ja irgendwas sein, was dann nicht röntgendicht ist oder sowas, ne? Archäologen müssen manchmal unkonventionelle Wege gehen. Ein eigenes Röntgengerät haben die Lübecker Archäologen zurzeit nicht. Aber jeder Zahnarzt hat eins. Für Zahnarzt Jan Anders Karstadt eine Premiere, das Röntgen der rund 400 Jahre alten Münze. So, ja, das ist was ganz Besonderes, ja, aber wir sind ja nur Dienstleister bei dem ganzen Prozess. Aber klar, für uns eine ganz, ganz spannende und neuartige Geschichte, die sonst niemals vorkommt. Wäre auf der Münze aus dem Schiffswrack das Prägedatum oder ein Stempel zu erkennen, könnte man in etwa sagen, wann das Schiff vom Stapel gelaufen ist. Das ist halt quasi so ein Rohling, ne? Und da wird so ein Stempel draufgestellt und dann schlägt ein Hammer einmal drauf und dann wird das dadurch geprägt. Okay. Und wenn das halt oben oberflächlich komplett korrodiert ist, also quasi die ganze Beschriftung weg ist, dann kann man immerhin noch diese Schlagspuren erkennen, die dann quasi das in dem Metall drin sind. Ich glaube, das sind halt diese Muster hier. Ne? Ich sehe was, ich sehe auch Spuren von irgendeinem Hammerschlag, also vom Münzprägevorgang, aber ich erkenne leider weder eine Schrift noch irgendein Symbol oder so. Wie tief geht denn sowas? Also kann man da an der Strahlungsstärke irgendwas verändern? Oder ist das kann man. Also wir können auch mit stärkerer KV-Dosis strahlen. Neuer Versuch. Maximale Strahlendosis. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Vielleicht lässt sich doch das Prägedatum auf der alten Münze sichtbar machen. Ja, man erkennt hier vorsichtig 3-4 Buchstaben. Also ein A, ein S, ein E erkenne ich. Das sind so 3 Buchstaben, die da sich rauskristallisieren kann. Was daneben ist, das ist immer noch verdeckt. Immerhin ein Teilerfolg. Der erhoffte Durchbruch zum Baujahr des Schiffs ist es aber leider nicht. Das letzte Wrackteil auf dem Weg ins Süßwasserbecken. Ein Teil des Schiffskiels. Um die 450 Planken, Spanten und Holzreste. Das alles ist einmal ein 20 Meter langes Schiff gewesen. Beladen mit 160 Fässern Brandkalk. Lübeck ist aus Backstein gebaut. Auch nach dem Mittelalter wird da fleißig, wird unendlich viel Mörtel benötigt. Ne? Und die lokalen Vorkommen nicht ausreichend, hat man fleißig importiert. Und gerade die Schweden in Gotland, Öland, die wittern dann richtig den Markt dann im 17. Jahrhundert. Da wird richtig viel exportiert. Ne? Die bauen große Brennöfen auf Schweden. Und verschiffen das dann, oder wenn wir die Lübecker Kaufleute oder andere Kaufleute kaufen das dann in großen Mengen. Und man sieht ja wirklich, dass das Schiff ist ausschließlich mit diesem Brandkalk beladen. Also da hat jemand eine riesen Charge gekauft. Some finds from our restoration lady, and it's really nice to see that she
Die Mannschaft hat scheinbar nicht viel an Bord zurückgelassen. Keramikscherben in unterschiedlicher Qualität, die Reste einer Flasche. Vielleicht war beim Untergang genug Zeit, das Schiff zu verlassen. Jetzt, im Spätherbst, nach Monaten der Bergung und Forschung, zeichnet sich langsam ab, wie das Schiff ausgesehen haben könnte. Von den Dimensionen gibt es einiges Vergleichbares. Wir haben ja zum Glück einige archäologische Funde, da verschiedene Schiffstypen, die jetzt so in den letzten Jahren auch gefunden worden sind im Ostseeraum. Es gibt dann so Kupferstiche, die Fleuten oder Galioten zeigen. Gerade sind dieser Katheu oder auch die Galiote noch schwer am Rennen. Die Fleut ist ein bisschen jetzt rausgefallen, weil wir dann keinen Flachboden haben. Also wir haben wirklich einen ausgezogenen Kiel, der nach unten geht. Und wann ist das Schiff gebaut worden? Ist es wirklich ein Hanseschiff? Dazu müsste das Holz ungefähr aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammen. I can share with you some of the results that I'm confident with. So here. Zu den sicheren Resultaten zählt dieses Stück Deckenholz. Dieses Holz ist aus Mittelschweden, also im Inland, nicht an der Küste. Aus der Provinz Dalarna. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das letzte Wachstumsjahr und somit auch das Jahr, in dem das Holz gefällt wurde, war 1649. Das gibt uns einen ersten Hinweis darauf, in welcher Hälfte des 17. Jahrhunderts wir uns befinden. Wir können das auf ein Jahr eingrenzen. Es könnte natürlich auch sein, dass das Holz ein paar Jahre gelagert wurde, bevor man das Schiff daraus gebaut hat. Das Letzte, was ich noch zeigen kann, ist dieses Stück Holz. Ein Stück Ersatzholz, das nicht im Rumpf verbaut war. Und die Untersuchung hat gezeigt, dass der Baum 1655 gefällt worden ist. Und diese Buche kommt aus Nordwestdeutschland. Sehr spannend mit dem Buchenholz, was wir da hatten in der Ladung, dass das erst 55, 56 gefällt worden ist. Also wir dann mindestens so eine Betriebszeit von 5-6 Jahren mit dem Minimum haben. Das ist schon eine sehr schöne Erkenntnis, die wir dann bekommen haben. Also dass das Schiff mindestens 5-6 Jahre unterwegs war. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich aufstehe, dass ich zur Arbeit kann und hier weiter am Schiff forschen darf und weiter auch mit so tollen, motivierten Menschen zusammenarbeiten kann, die so eine Begeisterung dafür haben. Das ist wirklich, wirklich außergewöhnlich. Das macht sehr viel Spaß. Die Forscher um Felix Rösch werden wohl noch einige Jahre am Geisterschiff arbeiten. Sie hoffen, es eines Tages in einem eigenen Museum in Lübeck ausstellen zu können.